Hi, hier ist Coach Paul von PaulKlicks.com und heute geht's um das spannende Thema der kohlenhydratfreien Rezepte. Rezepte zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen, zum Snacken sind wirklich eins der häufigsten Sachen, die irgendwie angefragt werden, entweder auf Facebook oder auf YouTube. Und oft kommen da auch so Sachen wie kohlenhydratfreie Rezepte vor. Paul, nenn noch mal was, hast du da mal einen Tipp für kohlenhydratfreie Rezepte? Und wenn ich das jedes Mal höre, deswegen mache ich jetzt dieses Video, weil ich jetzt ab sofort dieses Video als Antwort diesen Menschen schicken werde. Kohlenhydratfreiheit, kohlenhydratfreie Sachen gibt es auf unserem Planeten nicht. Solange du jetzt zum Beispiel nicht künstlich Öl herstellst, oder künstlich ein Proteinpulver entwickelst, wo wirklich 0,0 Gramm Kohlenhydrate drin sind, solange du dich um normale, natürliche Nahrungsmittel und Lebensmittel kümmerst, wirst du immer Kohlenhydrate in etwas finden. Und deswegen bin ich ein bisschen überrascht und frage mich eigentlich immer, wo denn das herkommt mit diesen kohlenhydratfreien Rezepten. Also wenn du da eine Antwort für mich weißt, dann schreib mir das gerne in die Kommentare, wie es zu diesem Terminus überhaupt kommt. Was ich jetzt halt viel mehr als Antwort geben möchte, Paul, nenn doch mal kohlenhydratfreie Rezepte, möchte ich eher auf ein Video verweisen, das packe ich dir hier rein. Da habe ich mal auch über Kohlenhydrate nach intensivem Training geredet. Und ich bin ein riesengroßer Freund von kohlenhydratreduzierter Ernährung. Damit können sehr viele Menschen sehr viele Ziele erreichen. Aber ich bin ein noch viel größerer Freund, diesen Dreckszucker zu reduzieren. Letzte Ergebnisse und Statistiken, die es dazu in die Richtung gibt, ist, dass jeder Durchschnittsbürger hier in Deutschland 100 Gramm Zucker am Tag isst. Und das ist einfach unglaublich krass viel im Durchschnitt. Das musst du dir mal überlegen. Und von daher, bevor du es nicht schaffst, deinen Zuckerkonsum am Tag zu reduzieren, mach dir nicht so viel Gedanken über das, was eigentlich später kommt. Ja, und ich wiederhole es an dieser Stelle auch nochmal gerne. Meine Aufgabe als Coach ist es, dir das Wichtigste zuerst zu liefern und dann die nächsten Schritte und die nächsten wichtigen Sachen erst später zu erklären. Ich habe kein Interesse daran, dich noch mehr zu verwirren, denn verwirrt bist du wahrscheinlich oder vielleicht eh schon genug durch Medien etc. pp. Und ansonsten würde ich dir einfach gern eine Skala oder einen Richtwert geben. Für mich bedeutet Low Carb bereits 150 Gramm Kohlenhydrate oder weniger am Tag. Und selbst diese 150 Gramm Kohlenhydrate oder nicht mehr als diese 150 Kohlenhydrate am Tag zu essen, ist für viele, viele, viele Leute wirklich schon eine große Herausforderung. Deswegen versucht einfach mal schrittweise dich ein bisschen ranzunähern. Versucht auch mal vielleicht dir als Ziel zu setzen, in der nächsten Woche einen Tag mal wirklich das zu tracken und zu gucken, ob du das an einem Tag tatsächlich schaffst. Tracken kannst du das zum Beispiel mit MyFitnessPal. Das ist eine App fürs iPhone, kann ich dir auch gerade hier nochmal verlinken, habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Und versuch mal diese 150 Gramm Kohlenhydrate zu halten. Und wenn du Sport machst, wenn du intensiven Sport machst oder fähig auch dazu bist, bereits intensiv Sport zu machen, zum Beispiel in Form von Freeletics oder CrossFit oder anderen Kraftausdauergeschichten, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, deinen Kohlenhydratkonsum ein bisschen zu erhöhen, aber natürlich mit schönen, gesunden und möglichst natürlichen Lebensmitteln. Von daher, das war mein Wort zu, oder mein Statement zu den kohlenhydratfreien Rezepten. Schreib mir, wie gesagt, unten gerne in die Kommentare, wie du auf diesen Terminus kommst. Und was mich noch viel mehr interessiert, warum du nach kohlenhydratfreien Rezepten suchst. Also, gib mir gerne noch einen Daumen hoch, vergiss nicht den OFB-Kanal zu abonnieren, das kannst du unterhalb des Videos machen. Und dann freue ich mich schon sehr bald auf die nächste Quatschfolge. Bye, bye!